So, Sebastian, 2,5 Stunden Fahrzeit. Wir verlassen Hamburg. Dunkel ist es auch schon. Ich sag dir, wie es ist. Ich hab's mir echt aufregender vorgestellt. Tja, 2 Stunden haben wir jetzt gebraucht, um aus der Stadt raus zu sein. Du meinst, wir holen es nicht mehr ein? Nö, nö. Fahrzeit rausholen, ganz, ganz selten. Ich bin unterwegs in einem Güterzug von Hamburg nach Tschechien. Aber richtig voran kommen wir nicht. Das ist schon echt enttäuschend. Wir hatten jetzt wirklich ein Stück mal, wo man wirklich mit 100 Stundenkilometern ein bisschen Gas geben konnte. Und dann halt, 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 halt. Meine Reise hat im Hamburger Hafen begonnen, einem der wichtigsten Umschlagplätze für Güter in ganz Europa. Von hier aus transportiert das Eisenbahnunternehmen Metrans Container quer durch Deutschland und Europa. Ich treffe Roger Mahler, Geschäftsführer der Metrans. Die Firma bezieht gerade ihre neuen Büros im Hamburger Hafen. Anpacken und einräumen steht auf dem Plan. Wir müssen jetzt die Deutsche Reichsbahn wieder aufs Gleis stellen, weil der Versuch Deutsche Bahn AG ist misslungen. Okay. Roger Mahler ist Eisenbahner mit Leib und Seele. Wir machen jetzt einen Reisezug im Stile der Anfang der 70er Jahre auf einer ostdeutschen Nebenbahn zwischen Rostock und Graal-Müritz. Heute leitet Roger Mahler Deutschlands drittgrößtes Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für ihn liegen die Vorteile des Schienengüterverkehrs auf der Hand. Wir können mit einem Zug 104 Container transportieren. Das sind eben 52 LKWs. Und wenn wir hunderte Güterzüge jeden Tag in Deutschland haben, dann müssten unsere Straßen irgendwann etwas leerer werden und der Individualverkehr läuft wieder besser. Trotzdem werden immer noch 72% aller Waren auf der Straße transportiert und nur knapp 19% mit dem Güterzug. LKW sind schneller und flexibler als Züge und sie müssen PKW keine Vorfahrt einräumen. Auf der Schiene ist das anders. Hier hat der Personenverkehr Vorrang. Wir warten teilweise stundenlang, bis wir mit unseren Güterzügen, die natürlich eine ganz andere Beschleunigung haben, weil sie sehr schwer sind, bis zu 2000 Tonnen, um dann aus einem Bahnhof wieder weiterfahren zu können. Und der ICE fährt mit einer Geschwindigkeit, hier zum Beispiel Hamburg-Berlin, mit 230 km/h, der Güterzug mit 100 km/h. Und das kann man nicht aufeinander abstimmen. Und die Ausbaumaßnahmen, die in den nächsten Jahren geplant sind, sind hauptsächlich für schnelle Züge geplant, sodass der Güterverkehr auf der Strecke bleiben wird oder nur noch nachts fahren wird. Ich will wissen, wie das so ist, mit einem Güterzug unterwegs zu sein. Als ich am Nachmittag in Sebastian Plötz Lok klettere, ist der Plan noch, dass wir kurz nach Mitternacht in Tschechien sein werden. Die Strecke vor uns ist frei. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch irgendwie anmelden, damit wir dann hier rausfahren können. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Strecke verläuft, ob das dann auch alles zeitlich richtig und korrekt abläuft und ob wir da nicht irgendwo stehen bleiben. Mit Halten ist definitiv zu rechnen. Bist du schon mal ohne Halten irgendwo durchgekommen? Wir sind in Hamburg. Selten, sehr selten. Hamburg ist definitiv noch ausbaufähig. Darf ich auch einmal drücken? Ja. Wo denn? Hier, zurückziehen. Das wollte ich schon immer machen. So, wir sind startklar. Sebastian Plötz hat den Zug schon mit einer Verspätung von 11 Stunden übernommen. Warum? Ist unklar. Wie hat sich für dich seit den 20 Jahren oder über 20 Jahren, die du dabei bist, das Bahnfahren verändert? Ja, unterschiedlich. Manche Strecken wurden ausgebaut, saniert, aber der überwiegende Teil, zumindest für den Güterverkehr, wurde nicht vernünftig ausgebaut, sodass das Schienennetz definitiv schon jetzt an seine Leistungskapazität kommt. Ja, was heißt das dann für dich so im Alltag? Man steht im Stau, genauso wie auf der Autobahn, ja, auf der Straße. 3-4 Stunden Verspätung seien keine Seltenheit, erzählt Sebastian Plötz. Ungeplante Zwischenstopps eher die Regel als die Ausnahme. Das Schienennetz wurde in den vergangenen 25 Jahren geschrumpft, um fast 15%. Das bedeutet weniger Gleise, Stellwerke, Bahnhöfe. Im gleichen Zeitraum nahm aber der Güterverkehr per Bahn um rund 83% und der Schienenpersonenverkehr um fast 44% zu.
Ich bin mit Dirk Pflege verabredet. Er ist Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, einem der stärksten Lobbyverbände des Schienenverkehrs. Für Dirk Pflege ist das System Bahn an seine Grenzen gestoßen. Die Bundesregierung hat jetzt erkannt, dass man mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investieren muss. Das heißt, jetzt gibt es immer noch zu wenig, objektiv gesehen, aber so viel wie noch nie an Geld für die Schieneninfrastruktur. Das führt zu ganz, ganz vielen Baustellen. Eine Baustelle nach der anderen in der Republik. Und das wiederum führt zu Verspätungen. Und das Schienennetz ist kurz davor zu kollabieren, weil die Nachfrage weiter steigt, sei es im Personen- oder im Güterverkehr. Und dieses geschrumpfte, unterfinanzierte, überalterte Schienennetz ist jetzt voller Baustellen. Die Ursachen liegen für Dirk Pflege in der Vergangenheit, bei der Bahnreform Mitte der 90er Jahre. Unter dem damaligen Bahnchef Hartmut Nedorn und seinem Nachfolger Rüdiger Grube regierte der neoliberale Zeitgeist. Was keine Rendite brachte, verfiel: Gleise, Bahnhöfe, Stellwerke. Gewinnmaximierung stand über allem. Das ist einer der Gründe, warum das Schienennetz so geschrumpft ist in den vergangenen Jahren. Warum so viele Strecken stillgelegt worden sind. Das gehört abgeschafft. Das verlangen wir ja auch von keinem anderen Verkehrsträger. Die Folgen des Sparzwangs erlebe ich bei meiner Fahrt mit dem Metrans-Zug. Nach rund 3,5 Stunden halten wir jetzt in Grabow, nur etwas mehr als 100 Kilometer von Hamburg entfernt, und müssen hier einen anderen Güterzug vorbeilassen. Doch wie kann der Güterverkehr wieder auf funktionierende Gleise gesetzt werden? Immerhin will die Bundesregierung bis 2030 den Anteil der Schiene am Gesamtgüterverkehr auf 25% steigern. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Ein ambitioniertes Ziel angesichts der Tatsache, dass ein wichtiger Arbeitsschritt noch nahezu so abläuft wie zu Anfangszeiten der Eisenbahn. Das Kuppeln der Güterwaggons. In ganz Deutschland werden am Tag im Schnitt zwischen 50.000 und 60.000 Waggons gekuppelt, sagt die DB Cargo, eine Bahntochter und führendes Transportunternehmen. Am Rangierbahnhof in Halle werden die Güterzüge aus einzelnen Waggons zusammengestellt. Das ist die tägliche Arbeit von Rangierbegleiter Ronny Brömme. Genau, Luftabspeichende schließen. Schlussschläuche trennen, die Kupplung lang drehen, damit ich hier den Bügel rausbekomme. So, raus, hänge ihn hier drüben ein, so, hänge den Luftschlauch und die vorgehende Halterung ein und so. Jetzt haben wir den Wagen entkuppelt. Für die DB Cargo ist der sogenannte Einzelwagenverkehr ein wichtiges Geschäftsfeld. Dabei werden Container bei verschiedenen Versendern eingesammelt und zu einem Rangierbahnhof transportiert. In der Zielregion wird wieder entkuppelt und die Waggons zu den jeweiligen Empfängern gebracht. Das kostet Zeit. Diese automatische Kupplung könnte den Prozess beschleunigen. Wir treffen Bahnsprecher Achim Staus. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen will die DB Cargo das Einzelwagengeschäft nicht aufgeben. Es muss aber auch aus den roten Zahlen geholt werden, zum Beispiel mit der automatischen Kupplung. Diese Tausende von anstrengenden und zeitraubenden Kuppelvorgängen, die unsere Kolleginnen und Kollegen hier draußen jeden Tag machen müssen, sind dann passé. Es geht alles viel, viel schneller und ein durchgängig gekuppelter und auch durchgängig digitalisierter Zug verfügt ja auch über Sensoren, die auch für die Betriebsführung und die Steuerung der Warentransporte dann nochmal viele Vorteile haben. Allerdings müsste das bereits existierende System europaweit eingeführt werden, denn viele Güterzüge sind grenzüberschreitend unterwegs. Der Bahnsprecher gibt sich optimistisch. Das geht nicht über Nacht, das wird dauern bis etwa 2030, so die Zielvorstellung der EU. Und wir gehen alle davon aus, dass es so etwa 8 Milliarden Euro kosten wird. Neben der automatisierten Kupplung ist es vor allem wichtig, dass das Schienennetz massiv ausgebaut wird. Das passiert inzwischen auch, nur führt das nicht automatisch zu Verbesserungen, denn die vielen Baustellen blockieren Gleise und für die Züge gibt es nur wenige Ausweichstrecken. Ich fahre nach Berlin, um mich mit einem Mann zu treffen, der unter 3 Verkehrsministern gearbeitet hat und Vorsitzender des Unterausschusses Eisenbahninfrastruktur war.
Für CDU-Politiker Enak Ferlemann sind die laufenden Ausbauarbeiten im Schienennetz schlecht geplant und ein Grund für die massiven Verspätungen. Der Punkt ist, dafür brauche ich Ausweichstrecken. Das heißt, das Netz muss zuerst bei den Ausweichstrecken ertüchtigt werden. Wenn ich die Ausweichstrecken fertig habe, dann kann ich die Hauptstrecken angehen. Leider macht es die DB Netz umgekehrt. Sie ertüchtigt zuerst die Hauptmagistralen und wundert sich dann, dass die Züge in ganz Deutschland stehen, weil sie durch die Ausweichstrecken nicht kommen. Doch die DB Netz sieht unter den gegebenen Umständen keine Alternative. Der Güterzug, mit dem ich gefahren bin, hat von Hamburg nach Berlin fast 7 Stunden gebraucht. Eigentlich hätte der Zug es in dieser Zeit bis fast an die tschechische Grenze schaffen müssen.